Ein sehr mutiger Mann, ich habe keine Angst. Ganz bestimmt. Hallo, Und bist du damit. da? Hilf mir meiner auch. Ich bin hier hinten. Ja, während dir hinten geholfen werden, möchte ich vorne noch ins Zentrum der Netze an Flammenstrahl setzen. Was der Schwierigkeitsgrad ist die Verteidigung. Ich nehme also mal, das klappt Ja, so, automatisch. du machst einen ungezielten Flammenstrahl in die Mitte von den Netzen, streich dir einfach den Fokus ab und gut ist. Ja, also ich würde halt gerne irgendwie Fokus sparen, aber das kann ich nur, wenn ich Erfolgsrate. Ja, gut, egal. Ja, dann Würfel gegen die 15. Oha. Du solltest da natürlich auch Ja, die das 15 stimmt. eintragen. Ich bin 15 drüber, das müssen so 5 Erfolgsgrade sein. Nee, du hast Ergebnis plus 14 gemacht, oder? Ich habe keinen Schwierigkeitsgrad eingetragen, deswegen guck unten auf den Würfelwurf, da habe ich eine 30. Bei Okay. gegen 15 sind das dann 5 Erfolgsgrade. Ich dachte, du hättest den Modifier jetzt irgendwie. Ja gut, dann kann ich den Fokus auf 1v2 drücken. Auf 2v2, wenn. Oder auf 2v1, aber nicht auf 1v2, das geht nicht. Okay, Egal, dann ja, drücke ich du ihn auf jagst. 2v1, aber durch meine Meisterschaft spare ich noch einen, oder geht auch das nicht? Bin mal hinterher drüber. Okay, ich gehe jetzt nicht in die Tiefen der Notation von Fokuskosten ein. Wir streichen den Fokus genau ab und wir machen weiter mit dem Effekt. Dein Flammenstrahl schießt hier ein wunderschönes großes Loch in das Gespinst, das ja sofort anfängt zu brennen. Und da es hier noch ein bisschen dichter ist als unten im Tunnel, breitet sich das auch relativ schnell aus. Ja, ihr hört ein Kreischen weiter hinten und weiter oben aus der Höhle. Wir haben potenziell einen großen Fehler gemacht. Reden wir hinterher drüber. Ja, Nassau greift wieder nach seiner Klebe, nachdem er sie weggesteckt hat, als er geklettert ist. Ich bin gerade einfach nur froh, dass ich mit meiner langen Waffe hier kämpfen kann. Ja, Ich jetzt nehme. während ihr guckt, da hinten bewegt sich irgendetwas. Die Flammen, tanzen hier weiterhin auf und abwärts die Spinnenweben und verzehren sie. So langsam füllt sich die Höhle hier mit dichtem, beißenden Rauch, der in euren Augen brennt und eure Lungen reizt. Ja, dann schnell irgendein Tuch vorbinden und das mit Wasser trinken. Hält das als Feuer? Warum Nein, raucht das hier ist denn so Rauch. doll? Ja, Mia hat's mit seinem Feuer gespielt. Nun, wer ein Ding anzünden will, muss auch den Rauch ertragen. Oder so. Ein weiteres zwergisches Sprichwort, schätze ich. Ja, das Feuer wird immer stärker. Mittlerweile habt ihr auch eine Hitzeentwicklung hier. Es brennt die Höhle lichterloh und aus den Flammen kommt euch ein Schatten entgegengesprungen. Initiative, bitte. Bekomme ich einen Bonus, weil ich das vorhin gesagt habe? Ich meine, ich nehme an, jeder bereitet sich auf den Kampf vor, ansonsten gibt es hier einen Überraschungswurf. Ja, Überraschungswurf ist nicht notwendig. Ihr werdet nicht überrascht sein. Ihr braucht Ich da auch nicht drauf nehme aber würfeln. auch den Zweihänder, diesmal nicht den Kampfstab. Ich will Schaden machen. Dann gucken wir mal. Ja. Also, die Höhle füllt sich langsam mit weißem Rauch, der euch allen einen Abzug von minus 2 auf alles gibt, was irgendwie mit Sicht zu tun hat. Außerdem, ja, merkt ihr, dass vor euch auch eine mittlerweile recht starke Hitzeentwicklung ist. Und dann gucken wir mal, was die Dame hat. Eins.
Oh, ja. oh, oh, das wird aber teuer. Ja. Ingrid, die ist ja hässlich. Die Dame ist nicht dumm und möchte als allererstes die Dame Magie kanalisieren. Das ist auf so vielen Ebenen verstörend. Für 8 Ticks. Nächster. Die 2. Die Beute ist mein. Und Nasauk stürmt auf die sogenannte Dame zu. Ja, du siehst da halt einen Schatten hinter den brennenden Spinnweben und stürmst drauf zu. Dann beweg dich mal für deine Geschwindigkeit. Dame. Man muss den Schatten freigeben, genau, sonst kann er nicht reinrennen. Reicht das schon oder kommst du weiter? 11 Meter. Dann muss er sich bewegen. Dann pack deinen Token. Du stürmst rein. Das ein oder andere Mal bleibst du an Spinnenweben hängen. Aber hier hat mittlerweile das Feuer allen halt vernichtet. Die reißen einfach ab, als du dich durchbewegst. Merkst aber auch, dass ein paar von diesen brennenden Dingern an deiner Rüstung hängen bleiben und schlimmer noch, ein paar von diesen brennenden Netzen sinken auch auf dich herab. Du befindest dich in einem Brandgebiet. Das bedeutet, du wirst in nächsten regelmäßigen Abständen Feuerschaden kriegen. Autsch. Nächster. Jetzt ist er natürlich zu weit weg, um ihn noch im Feuerschutz aufzuziehen. Bin ich dran? Leider. Ich würde gern schießen. Ja, du siehst dort halt einen Schatten in einiger Entfernung. Das Feuer erhellt die Höhle, lichterloh, aber irgendwie will die Dunkelheit unter der Decke nicht weichen. Es hat etwas Unnatürliches. Mhm. Bringt mir da meine Dämmerungssicht was? Deine Dämmerungssicht bringt dir gegen magisch hervorgerufene Dunkelheit auch nur so viel, aber... Ich glaube, die minus 2 reichen in dem Fall. Ja, nur durch den weißen Rauch. Die Dame hat leider nicht so mächtige Schattenmagie. Also minus 2. Ich habe ein bisschen Angst. Und ich sag dir keinen SG, weil du nicht wissen sollst, wie schwer die Dame zu treffen. Okay, das heißt, ich gebe jetzt auf Modifikator einfach minus 2 ein. Ja. Und schieß dann einfach. Genau. Richtig. Den Rest berechnet dann Olsberg selber. Wird wohl okay. Nichts. Also der Pfeil geht irgendwo in den Stein, klackert und fällt zu Boden. Und du... Warte mal. Du hattest deinen Bogen noch gar nicht gespannt, oder? Oder doch? Ich habe vorhin gesagt, ich hole ihn raus, aber ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen. Ja. Ich glaube, wenn wir in diese Höhle gegangen sind, hast du dann sicherlich gespannt, vermute ich jetzt einfach. Okay, dann lassen wir den ersten Schuss, lassen wir dann gelten als, hattest du schon aufgelegt, dann gehen nur deine 3 Ticks Auslösegeschwindigkeit weiter. Ich habe da auch schnell laden und so, ne? Ja, aber das kostet trotzdem 10 Ticks bei deinem Bogen. Okay. Gut, dann ist die 4 dran. Die 4, erkenne ich denn, dass die Dame Magie kanalisiert? Kann ich eine Kunde werfen, um das zu erkennen? Also. Sie benutzt ja keine Gest und Formel, wie du es kennst, aber ja, die Probe sei dir gestattet, allerdings dann mit minus 4 und weil du die Dame in ihrer Dunkelheit. Du hast keine Dämmersicht, oder? Nein, aber da drin brennt es, falls mir das hilft. Ja, aber... Die magische Dunkelheit, ja, ich... Hat dann auch magische Dunkelheit drumherum. Sagen wir mal mit insgesamt minus 7 für dich auf die Arkankunde. Mhm, gegen? War 15 plus dreifacher Zaubergrad, ne?
Oh, das weiß ich nicht. 24. Ich glaub, der Token von Scuffy fehlt hier auch noch. Autsch. Ja, 1, 2, Risiko. Autsch. Reicht nicht. Reicht nicht. Schwach. Gut, hat mich das Ticks gekostet? Klar. Das kostet 2 Ticks, ja. Das kostet 2 Ticks. Ach, wie ich dich hasse. Ja, Geiras 5, Geiras läuft 8 Schritt. Fertig, nächster. Ja, auch du befindest dich umgeben von einem Feuer. Ja, hilft ja nichts. Sag Bescheid, wenn ich Schaden kriege. Hast du recht. Ja, das passiert regelmäßig, da werde ich drauf achten. So, 6, weiter. Bin ich ja schon wieder. Ich überlege gerade, ob ich hinterherlaufen soll. Ich kann mich meine Beweglichkeit weit bewegen, ja? Also meine Geschwindigkeit. Deine Geschwindigkeit, ja. Gut, da komme ich nicht an Geiras ran, also kriegt er keine flammende Waffe, sondern ich schmeiße einen Feuerstrahl auf die Spinne. Auf die Dame. Hör auf, wenn sie Dame zu nennen. Wenn das geht, ohne meine Kameraden anzuzünden. Mhm. Gut. Nennen sie Spinne, nicht Dame. Das geht gegen ihre Verteidigung. Da du nicht willst, dass wir das wissen, nehme ich an, ich trage 0 ein. Wir sind bei minus 2 für die Sicht. Wir sind bei minus 2 für den Rauch. Hast du eine Sichtverbesserung, Dämmersicht? Nein, ich habe keine Dämmersicht. Dann nochmal minus 3 für dich drauf. Trotz des Feuers irgendwie wollen die Flammen sie nicht erhellen. Egal, was passiert, es kann nur gut werden. Ich mache ein Risiko. Oh nein. Wie das denn? 22 ist auch nicht viel. Wie gesagt, du schießt einen weiteren Feuerstrahl in Richtung dieses flammenden Infernos, in Richtung, ja, dort oben unter der Decke, wo der Schatten sitzt, und ja, der verhungert leider auf halbem Weg. Der verhungert auf halbem Weg? Ja klar, du hast keine Erschwernis eingetragen, deswegen 22 ist nicht viel. Keine Erschwernis eingetragen, ich habe kein Dings eingetragen, weil er nicht wissen darf, wie die Verteidigung ist. Ja genau, aber deswegen ist es halt auch nicht gut, 22. Ja, wie viel Fokus kostet mich das jetzt? Nur den einen normal, oder? Du hast einfach nicht getroffen. Das kostet dich gar keinen Fokus. Das ist das Lächerliche an den Magieregeln. Das heißt, warte mal, du hast keinen negativen Erfolgsgrad. Du hast keine Fokuskosten. Ticks, viele Ticks, und dann ist die 7 dran. Also du hattest vorher dir die Zeit genommen, Magie zu kanalisieren? Nein. Okay, ist eine kontinuierliche Handlung, musst du vorher machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ticks. Ja, also das nächste Mal bitte, wenn ihr irgendwie Dinge tut wie schießen, zaubern, denkt bitte daran, dass der Anfang eine kontinuierliche Handlung ist, die durchgeführt werden muss, bevor ihr würfelt, denn die kann immer auch unterbrochen werden. Ja, du hast recht, da muss ich mich dran gewöhnen. Die 7. Dann ist der nächste dran, Nasuk. Der setzt seinen unerbittlichen Weg weiter fort. Scout uns die Gegend. Also du erkennst, dass die Dame irgendwo über dir sitzt, nicht vor dir. Oh Gott. Ich würde da reinkommen jetzt, wenn ich mich bewege. Ich denke, das Vieh in der Mitte. Ich kann mich halt nicht weiter reinziehen wegen dem Nebel. Müsstest du mal freigeben. Dann ist die Spinne dran. So, ich habe gerade mal den Feuerschaden nachgeschlagen. Du bist jetzt mittendrin, Nasuk, und die Flammen toben um dich rum. Du bekommst den Zustand brennend 3. Autsch. Du hast jetzt 5 Ticks in dem Inferno und darfst dir jetzt notieren brennend 3. Hitzeresistent. Macht da nichts, ne? Schadensresistenz hilft dir. Nee, aber Hitzeresistenz macht da nichts. Es wäre nur Erschöpfung und sowas, ne? Ja, das Feuer brennt trotzdem. Aus der Wüste. Bekommen wir hier noch den Kriegsnebel entfernt, oder ist da noch irgendwas drin, was wir nicht sehen sollen?
Da ist gar nichts drin, was ihr nicht sehen sollt, aber ja. Hängt über uns. Die hängt über euch, dort, wo sich die Flammen langsam auch die letzten Reste ihres Netzes krallen. Ja, wie gesagt, Nasauk geht jetzt an zu brennen. Und du darfst jetzt alle, ich glaube, 10 Ticks waren es, ne? 10 oder 15, ich weiß auch nicht mehr genau. Bennett, hier haben wir es doch. Alle 15 Ticks kriegst du 3W6 Feuerschaden. Startet das jetzt oder startet das in 15 Ticks? Das startet jetzt ab, wo er eintritt in das Flammenmeer. Er war 5 Ticks drin, also ab Tick 12 zählen wir alle 15 Ticks. Ich suche hier immer noch die Marker, die ich dir auf die Tickleiste setze, aber es ist gar nicht schwierig, gar nicht leicht, sich gleichzeitig auf... Ja, kein Problem, dann mache ich bei der 27 noch ein. Einfach ein X. Aber die Marker lagen auf der anderen Karte. Also die Spinne ist, erkennt man jetzt, ist außerhalb einer Nahkampfwaffenreichweite. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden. Die sitzt da oben an der Decke außerhalb der Reichweite. Danke, Frosty. Ich habe sie mittlerweile auch gefunden. Dann ist die Spinne dran. Die hat ihre Magie kanalisiert und kriegt jetzt auch mal den Zustand. Aber sie löst trotzdem noch aus. Und dann hätte ich gerne mal. Na, warte. Da haben wir es doch. Dort, wo ihr hinten bei dem Loch auf dem Boden steht. So kurz hinter eurem mächtigen Geiras schießen Ranken aus dem Boden und suchen Dinge, um die sie sich wickeln können. Oh, das ist nicht gut. Und ja, ihr, die ihr da im Wirkungsbereich von lumpigen 5 Metern steht, nehmt ein bisschen höher. So hierhin gezielt. Merkt, wie sich die Ranken versuchen, um euch zu wickeln. Ihr dürft gerne, wenn ihr da drin steht, gerade eine Akrobatik- oder Athletikprobe mit 20 hinlegen. Bin ich bei beidem schlecht. 20. Müsste ich eine 17 würfeln. Mach mal einen Risikowurf. Lieber nicht. Nicht geschafft. Komme ich mit meiner langen Waffe daran, wenn sie über uns hängt, oder wird das nichts? Das könnte was werden. Aber du stehst auch drin. Machst du bitte auch nochmal die Probe? Ach, ich stehe da auch noch drin. Was hast du gesagt? Ja, Akrobatik oder Athletik? Kannst du ja aussuchen. Dann nehme ich Athletik. Beides möglich. Gegen die 20 hast du gesagt? Gegen die 20. Jo. Ja, während die beiden Wagen gar kein Problem haben mit diesen lächerlichen kleinen nervigen Ranken. Packen mehrere und du giltst als ringend. Kostet mich das Ticks, wenn ich da jetzt ausweiche, oder ist das egal? Nein, das kostet dich nichts. Und du bist auch dran. Ja, dann würde ich gerne mit meinem Zweihänder nach ihr stechen. Ja. Die ist über dir, hast aber eine Möglichkeit, an sie ranzukommen. Modifier, SG? Es gibt immer noch minus 2 durch den Rauch. Ja. Und bis einer einen Treffer von euch gelandet hat, sage ich euch die Verteidigung, nicht? Gut. Das sieht doch schon gut aus.
Dann möchte die Dame aber versuchen, da einen Schlag auszuweichen. Das darf sie versuchen. Auch sie kriegt minus 2 durch den Rauch. Du hast immer noch getroffen. Gut, dann kommt der Schaden. Schadensbonus ist es nicht, da war nur plus minus 0. Scharf, ist eine Waffe scharf 3. 14. Ach du Kacke. Wieso denn ach du Kacke? Weil 14 eine Ansage auf HG1 ist. Okay. ja. Also erstmal darfst du dir auch den Zustand brennend 3 notieren. Ja, brennend 3 auf die 10 oder auf die, wie hättest du es gern? Auf die 10 passt, ja. Auf die 10. Das heißt jetzt die 3W6 oder erst ab der 25? Den nächsten 15, wenn du die 25 erreicht hast, kommen die 3W6. Gut. Dann Waffengeschwindigkeit nach hinten ist 12, da bin ich bei der 22 und auf der 25 krieg ich Schaden. Du haust zu mit deinem Schwert und die Spinne darf jetzt mal eine Zähigkeit machen. Den sie schafft. Kann ich da einen Schicksalspunkt für benutzen, um irgendwas gegen zu tun? Nee, ne? Nee, das ist keine gegen dich gerichtete Aktion, die will nur bei Bewusstsein bleiben. Ja, hätte ja sein können, dass sie jetzt da ohnmächtig von der Decke taumelt, wenn sie normal würfeln darf oder so, aber wenn du sagst, es darf nicht, dann nicht. Nee, nur wenn es direkt gegen dich gerichtet ist, kannst du es oben ziehen. Dann ist euer brennender Nasruck dran. Nasauk, sorry. Ja, der hat ja auch eine lange Waffe. Nämlich eine Klebe. Der würde auch zuschlagen wollen. So. Gerne. Muss nochmal schnell nach der WGS gucken. Ich glaube, die war 11. Genau. Ich sag Vorsturm an. Das ist nicht machbar. Du kannst nicht in die Luft hochstürmen. Gut, dann kann ich es auch nicht ansagen. Mit einem lauten Gebrüll stürzt er sich. Ja, denk an die minus 2 und ihre Verteidigung ist 20. Okay. Ist also. Ach du Kacke. Kann man mal machen. Ja, was? Aber da lohnt sich das Ausweichen. 32. Utsch. Beschreibe es episch. Ja, Nasauk stürmt mit seinem lauten Gebrüll, brennend, das Fell riecht streng, weil es Feuer gefangen hat, auf diese widerliche Spinne. Eigentlich wollte er sie in einem Sturmlauf niederringen, trampeln, schafft es aber mit seinem Armlauf gerade so hoch zu springen, seine Klebe mit beiden Händen zu halten, ganz unten an der Stange und schlitzt ihren langen, fetten, widerlichen Unterleib auf. Ja, das tut auch ganz gut, als sich da grüner Schleim und Galerte so ein bisschen über dich ausbreitet und ja, wenigstens jetzt mal eine Stufe des Zustands brennend von dir runternimmt. Ja. Die Spinne geht zerteilt vor dir zu Boden. Wir bleiben in der Initiative. Rala, was tust du? Na, ich wollte eigentlich die Spinne schießen. Da die nicht mehr da ist, gucke ich mich um, ob noch weitere Spinnen da sind, auf die man schießen kann. Du siehst noch ein paar kleinere Spinnen, die alle zu dem Loch fliehen, durch das ihr reingekommen seid. Die sind ja ungefähr so groß wie dein Fuß bis vielleicht dein Rucksack. Alles keine Drohung für dich. Dann würde ich erstmal nicht mehr schießen, dann würde ich den Bogen ein bisschen sinken lassen und mich umschauen. Du schaust dich um. Ich hätte gerne eine Wahrnehmungsprobe von dir mit minus 2 wegen des Rauchs.